Der Vortrag heißt Aufstand oder Aussterben. Die Bewegung heißt auch Extinction Rebellion. Für die, die vielleicht kein Englisch sprechen, das steht auch für die Rebellion gegen das Aussterben. Also das ist wirklich auch Thema der Bewegung. Es geht eben um die Klimakatastrophe und andere ökologische Krisen und was wir dagegen eigentlich noch tun können. Der Vortrag ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten geht es eigentlich sehr naturwissenschaftlich zur Sache. Da geht es so ein bisschen um den aktuellen Stand der Klimaforschung, darum, was wir zurzeit wissen, was auf uns zukommt. Und im zweiten Teil geht es dann darum, wie wir auf dieses Wissen reagieren, sowohl emotional als auch im Handeln und was wir eigentlich noch tun können oder auch was wir spezifisch bei Extinction Rebellion denken, was wir tun können. Wenn es um Klimaforschung geht, dann ist grundsätzlich bei den meisten Leuten so, dass die erste Adresse und das erste, was in den Kopf kommt, der IPCC oder der Internationale Klimarat der UN. Das ist ein Gremium von hunderten Wissenschaftlern, die quasi immer die komplette Klimaforschungsliteratur begutachten und probieren, in Berichten wie diesen zusammenzufassen. Und das ist jetzt der letzte Bericht von 2018, der ganz spezifisch über das 1,5-Grad-Ziel geht, was ja im Pariser Abkommen als wünschenswertes Ziel festgelegt wurde, nochmal. Und genau, dieser Bericht hat auch großes Aufsehen in der Öffentlichkeit, in den Medien erregt. Und zwar auch völlig zu Recht, denn die Aussagen, die da drin getroffen sind, sind zum Teil sehr bestürzend. Und das will ich jetzt nur so als Einleitung einmal kurz zusammenfassen. Also die Wissenschaftlerinnen des IPCC sagen zuerst einmal, dass wir 1,5 Grad Erwärmung zwischen 2030 und 2052 erwarten können. Wir haben bereits jetzt eine Erderwärmung von 1,1 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Stand von 1750. Und die weiteren 0,4 Grad, die uns fehlen, sind wohl kaum noch abzuwenden. Da haben wir schon jetzt eigentlich alles für getan, dass die eintreten. Schon diese kleine Erhöhung von 1,5 Grad hat ziemlich dramatische Folgen. Schon jetzt erleben wir weltweit Dürren, Hitzewellen, Unwetter und Überschwemmungen. Denken wir zum Beispiel an die Hurricanes und Waldbrände in den USA, denken wir an den Hitzesommer dieses Jahr in Deutschland oder ganz Europa, aber auch an die Dürre in Syrien, die beispielsweise mit als Ursache für den dortigen Bürgerkrieg auch betrachtet wird. All das wird sich mit weiteren 0,4 Grad Erwärmung nur noch verstärken. Des Weiteren sagen die Wissenschaftlerinnen des IPCC, dass bei 2 Grad Erwärmung, was ja so die zweite Zahl, die im Pariser Abkommen genannt ist, ne? Also da wurde festgelegt, 1,5 Grad wären wünschenswert, deutlich unter 2 Grad wollen wir eigentlich bleiben. Bei 2 Grad wären die Folgen nochmal deutlich schlimmer, also es wären noch häufigere und schlimmere Unwetter zu erwarten, noch längere Dürren, ein noch stärkerer Anstieg des Meeresspiegels, noch mehr Tierarten würden aussterben und auch noch mehr Menschen sterben, hungern und zur Flucht gezwungen werden. Nun sind aber diese 2 Grad und 1,5 Grad eigentlich quasi im theoretischen Teil des Pariser Abkommens zu finden. Dazu gibt es dann noch den anderen Teil, wo die Verpflichtungen drinstehen, die Länder dann wirklich eingegangen sind. Also alle Länder haben sich, so wie Deutschland zum Beispiel auch, gewisse Klimaziele gesetzt mit Reduktionen, die sie in den nächsten Jahren vornehmen wollen. Der IPCC hat zusammengerechnet, was dabei rauskommt, wenn all diese Verpflichtungen eingehalten werden. Und sagt voraus, damit würden wir wohl bei 3 Grad Erwärmung bis 2100 landen. 3 Grad Erwärmung ist dann schon relativ dramatisch. 3 Grad Erwärmung bedeutet einen ziemlich drastischen Anstieg des Meeresspiegels, der zum Beispiel dazu führen würde, dass Großteile von Bangladesch und quasi ganz Florida im Meer versinken würden. 3 Grad Erwärmung würde dafür sorgen, dass Megastädte wie Shanghai oder Mumbai nicht mehr bewohnbar wären und somit
hunderte Millionen Menschen auf der Flucht sein würden. Damit all das nicht passiert, wären auch laut diesem Bericht des Weltklimarats ganz andere Anstrengungen und viel krassere Maßnahmen notwendig als das, was wir momentan weltweit sehen. In dem Bericht selber wird es als einschneidende Transformation aller Wirtschaftsbereiche beziffert, was nötig wäre. Also eine grundlegende Umstellung der Gesellschaften weltweit in allen Sektoren, in allen Bereichen. Das ist natürlich möglich, darauf werde ich auch später noch ein bisschen eingehen, in dem Teil, zu was wir eigentlich tun können, aber es passiert derzeit eben nicht. Diese Umstellung, diese Transformation werden derzeit nicht angegangen und Forscher gehen momentan eher davon aus, dass bei unserem jetzigen Kurs bis zum Jahr 2100, also noch zu Lebzeiten heutiger Kinder, eine Erwärmung von 2 bis 5 Grad zu erwarten ist. Nun ist es leider aber auch so, dass selbst dieser relativ dramatische und bestürzende Bericht des IPCC von vielen Forscherinnen als zu konservativ und als geradezu verharmlosend betrachtet wird. Beispielsweise gibt es da diesen Artikel aus dem Guardian, der eine solche Kritik formuliert, oder auch das Paper What Lies Beneath, was kurz vor dem Erscheinen des Berichtes von 2018 erschienen ist und grundsätzlich die IPCC-Berichterstattung als zurückhaltend und untertreibend kritisiert. Die Frage dabei ist natürlich, was sind die Kritikpunkte dieser Leute? Also zunächst einmal ist da das Problem, dass der Bericht schon durch das Verfahren selbst relativ konservativ wird. Wie ich gesagt habe, sitzen im IPCC hunderte Forscherinnen zusammen und Wissenschaftlerinnen zusammen, die sich darauf einigen müssen, was sie in diesem dann doch relativ kurzen Bericht tun. Das heißt dann oft, dass es nur die ganz sicheren Ergebnisse in den Bericht schaffen und gerade die neueste und spekulativste Forschung außen vor gelassen wird. Das führt unter anderem dazu, dass einige wissenschaftliche Arbeiten erst 3 bis 4 Jahre nach dem Erscheinen ihren Weg in die Arbeiten des IPCC finden, was in diesem Bereich eine relativ bedeutende Diskrepanz ist oder ein Zeitunterschied ist. Und dazu kommt auch noch so eine grundsätzliche Dynamik, dass Wissenschaftlerinnen sehr vorsichtig sind im Allgemeinen mit ihren Aussagen, da so etwas wie Alarmismus oder Katastrophismus sehr rufschädlich sein könnte. Also oft ist es so, dass in den wissenschaftlichen Papieren der Wissenschaftlerinnen der Ton viel ruhiger und weniger alarmierend ist als in den Sachen, die sie beispielsweise in Interviews mit Zeitungen sagen oder was sie einem irgendwie abends auf ein Bier in einer Bar erzählen würden. Schlichtweg, weil sie sich nicht wirklich trauen können, ihre schlimmsten Befürchtungen in solche wissenschaftlichen Papiere zu fassen, weil wenn es dann doch nicht stimmen würde, das sehr rufschädlich wäre. Nun ist es des Weiteren so, dass die meistgelesene Version dieses Berichts oder der meistgelesene Abschnitt dieses Berichts die sogenannte Summary for Policymakers, also die Zusammenfassung für Politikerinnen ist. Wenn man den betrachtet, muss man berücksichtigen, dass das kein rein wissenschaftliches Papier mehr ist, sondern bereits von den Wissenschaftlerinnen gemeinsam mit Regierungen ausgehandelt wurde. In dieser Aushandlung wird dann unter anderem der Ton und die Schwerpunktsetzung des Ganzen festgelegt. Und dieser politische Einfluss ist zumeist abmildernd und nicht dramatisierend, was die Inhalte angeht. Zusätzlich ist das IPCC sehr optimistisch bezüglich Entnahmetechniken. Die Prognosen des IPCC basieren stark auf der Annahme, dass wir bald in der Lage sein werden, große Mengen Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu ziehen. Was problematisch ist, weil der Großteil der Technologien, von denen dabei ausgegangen wird, noch gar nicht existieren. Und es grundsätzlich fraglich ist, ob wir im großen Maßstab dazu in der Lage sind, Treibhausgase wieder aus der Atmosphäre zu entfernen. Zusätzlich gibt es dann noch so eine generelle Kritik, bisschen über die Klimaforschung, die Wahrscheinlichkeitsaussagen,
Also in solchen Berichten und grundsätzlich in der Klimaforschung wimmelt es immer von Wahrscheinlichkeitsaussagen. Da ist es dann immer jenes Szenario unter jenen Bedingungen 5% und dieses Szenario unter diesen Bedingungen 15% Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt. Solche Wahrscheinlichkeitsaussagen werden selbst von Forschern wie dem deutschen Klimaforscher Schellenhuber, der ja sehr bekannt ist, hier am Potsdam-Institut arbeitet, kritisiert, da uns eigentlich die Grundlagen dafür fehlen, so genaue Voraussagen zu machen. Sie kommen auf diese Vorhersagen, indem Modelle, meist Computermodelle gebastelt werden und dann tausendfache Durchläufe mit diesen Modellen, mit unterschiedlichen Annahmen bzw. Datensätzen gelaufen werden und dann die Ergebnisverteilung betrachtet wird. Dabei ist es ein Problem, dass diese Modelle die Realität natürlich nicht komplett erfassen und da viele Annahmen drin sind, die vereinfachend, simplifizierend sind. Und zusätzlich ist auch das Verfahren an sich etwas fraglich, weil wir in der Realität nur einen einzigen Durchlauf durch dieses Modell haben. Also deswegen sagt Schellenhuber selbst zum Beispiel, wir sollten nicht von Wahrscheinlichkeiten sprechen in diesem Bereich, sondern schlichtweg von Möglichkeiten und Risiken. Auch etwas, was nur 5% Wahrscheinlichkeit hat in einer Berechnung des IPCC, ist schlichtweg eine Möglichkeit, die bei einem einzelnen Durchlauf durchaus eintreten kann. All das sind aber eigentlich eher nebensächliche Punkte. Und der Hauptvorwurf gegenüber des IPCC ist, dass im Sonderbericht viel zu wenig auf die Risiken durch sogenannte Kipppunkte, Rückkopplungseffekte und Feedback-Loops eingegangen wird. Und auf die Möglichkeit von selbstverstärkenden Effekten, die dazu führen könnten, dass ab Erreichen eines gewissen Levels an Erderwärmung die Erde quasi gleichsam von alleine immer wärmer werden würde. Und darauf gehe ich auch gleich noch um einiges detaillierter ein. Aber davor noch einmal die ganz simplen Grundlagen. Hier sehen wir die Entwicklung der Treibhausgase über die letzten Jahrtausende. Und man sieht eigentlich, also das sind jetzt etwas mehr als 2000 Jahre, und man sieht, dass es so für etwa 1800 Jahre hier relativ gleich geblieben ist, mit so leichten Schwankungen, und dann zum Zeitpunkt der Industrialisierung so ziemlich durch die Decke schießt. Das ist diese berühmte Hockeyschlägerfigur, die eben sehr drastisch verdeutlicht, was für einen enormen Anstieg an Treibhausgasen wir Menschen seit der Industrialisierung verursachen. Und genau, hier sind das eben Kohlendioxid, Methan und Stickstoff, also drei der am präsentesten Treibhausgase. Ziemlich zeitgleich sieht man auch einen Anstieg der Temperatur. Wie gesagt, wir haben bereits 1,1 Grad Erderwärmung. Hier ist das jetzt von 1850 bis 2012 gezeigt, und man sieht minus 0,4 bis in etwa 0,5, also da sind schon auch quasi 1 Grad Erwärmung, jetzt sind wir noch ein paar Jahre weiter. Dieser wissenschaftliche Zusammenhang zwischen Treibhausgasen und dieser Erwärmung ist bereits sehr, sehr deutlich dargelegt und bewiesen. Also der grundsätzliche Effekt ist schlichtweg, dass die Treibhausgase Teile der Sonneneinstrahlung, die von der Erde reflektiert wird, nicht zurück in die aus der Atmosphäre lassen und somit quasi wieder ins Weltall und außerhalb von dem, was uns jetzt direkt betrifft, sondern innerhalb der Atmosphäre einschließen und es somit eben wie in einem Treibhaus, wie in einem Gewächshaus wärmer wird. Ich will da jetzt nicht viel mehr ins Detail gehen. Ich hoffe, wir haben hier keine Leute, die diese wissenschaftlichen Grundlagen groß bezweifeln. Falls doch, gibt es am Ende eine Fragerunde, wo man dann noch ein bisschen detaillierter drüber reden kann. Das sind jetzt diese Dynamik, diese grundlegende Dynamik von Treibhausgasen und Erderwärmung, das ist quasi das, was im IPCC-Berichten vor allem erfasst wird. Das ist natürlich ein sehr viel tieferes, komplexeres, differenzierteres Verständnis davon, als was ich jetzt hier präsentiere und auch als was ich habe. Aber grundsätzlich werden eben Kipppunkte und Rückkopplungseffekte viel zu wenig betrachtet. Und auf genau diese Effekte möchte ich jetzt noch einmal vermehrt eingehen, um zu verdeutlichen, wie wichtig und bedeutend sie eigentlich sind. Und dafür habe ich hier zuerst noch so einen schönen Graph mitgebracht. Das ist der
Tiefgang des Meereises in der Arktis. Die schwarze Linie ist hierbei der jährliche Tiefpunkt, also zu dem Zeitpunkt in einem Jahr, wo das wenigste Eis vorhanden ist in der Arktis. Und man sieht, es schwankt auch so ein bisschen, wie all solche natürlichen Prozesse, aber grundsätzlich geht es relativ steil bergab. Die bunten Linien dahinter sind dann verschiedene Prognosepfade, also verschiedene Entwicklungspfade, die für möglich gehalten werden. Und man sieht, die unterscheiden sich da so in der untersten Ecke ein wenig, aber grundsätzlich weisen die alle darauf hin, dass wir innerhalb der nächsten 20 Jahre oder 15 Jahre eigentlich den Punkt erreicht haben werden, in dem zumindest am Tiefstand, also im Sommer in der Arktis, die Arktis komplett eisfrei sein wird. Das hat natürlich einen großen Effekt auf den Meeresspiegelanstieg und schon dramatische Konsequenzen an und für sich. Worauf wir hier jetzt aber eingehen wollen, ist der erste große und auch sehr bekannte Rückkopplungseffekt. Und das ist der Eis-Albedo-Effekt. Es ist nämlich so, dass Eisflächen die Sonneneinstrahlung schlichtweg viel stärker reflektieren als Wasserflächen. Und zwar reflektieren Eis und Schnee in etwa 85-90% der Sonneneinstrahlung und nehmen somit in etwa 10% als Wärme auf. Und bei dunklem Meerwasser ist es in etwa umgekehrt. Also da sind es dann 80-90%, die aufgenommen werden und etwa 10%, die reflektiert werden. Das bedeutet schlichtweg, dass umso weniger Eis vorhanden ist, umso stärker der Erwärmungseffekt ist. Und somit wir so einen ersten Rückkopplungseffekt haben. Dass wir jetzt schon sehen, das Eis schwindet dramatisch in der Arktis, beschleunigt die Erderwärmung nochmal sehr. Und das führt unter anderem dazu, dass während wir im globalen Durchschnitt momentan 1 Grad Erderwärmung haben, wir in den Polargebieten wie in der Arktis bereits 3-4 Grad Erderwärmung messen können. Das ist dieser erste größere Effekt, aber es gibt noch ganz viel mehr und andere Rückkopplungseffekte, wovon ein sehr bedeutender mit Waldbränden zu tun hat. Waldbrände sind auch natürlich in sich selbst eine große Gefahr für alle Menschen, für jegliche andere Lebewesen, die in den betroffenen Regionen leben. Sie sind aber auch Quellen enormer Treibhausgasemissionen. Bei den Waldbränden im US-Bundesstaat Kalifornien letztes Jahr beispielsweise wurden genauso viele Treibhausgase freigesetzt, wie der Bundesstaat pro Jahr für seine Energieversorgung ausstößt. Auch anderswo wurden im letzten Jahr beispielsweise in Griechenland und Spanien hier in Europa enorme Mengen an Treibhausgasen durch Waldbrände freigesetzt. Richtig dramatisch wird es dann, wenn man sich überlegt, was auf längere Sicht beispielsweise mit Gebieten wie dem Amazonas-Regenwald geschehen kann oder anderen Regenwäldern, die momentan durch ihre Feuchtigkeit noch relativ gut geschützt sind vor größeren Waldbränden. Da gibt es schon viel Brandrodung und andere Probleme, die auch zu Emissionsfreisetzungen führen. Aber flächendeckende, großflächige Waldbrände sehen wir da im Moment noch nicht. Mit einer steigenden Erdtemperatur werden solche Waldbrände allerdings auch in diesen Gebieten immer wahrscheinlicher. Und dadurch hätte man eben den Effekt, dass nicht nur sehr viel Kohlenstoff freigesetzt wird in den Bränden selbst, sondern mit den Wäldern eben auch ganz wichtige Senken für Treibhausgase verschwinden. Also das sind ja die grünen Lungen unseres Planeten, die momentan eben viel der Treibhausgasemissionen wieder aufnehmen. Die Sorge ist, dass Effekte wie der Eis-Albedo-Effekt, wie diese Waldbrände, zu einer, im Englischen wird es Runaway Climate Change, führen könnten. Also zu einem galoppierenden Klimawandel, der sich nicht mehr wirklich von uns Menschen aufhalten lässt. Und einiges spricht leider dafür, dass wir jetzt schon mittendrin sind. Also beispielsweise, dass die Arktis schon so weit abgeschmolzen ist, hat ab jetzt einen verstärkenden Effekt auf die Erderwärmung, unabhängig von unseren Treibhausgasemissionen. Und man hat ja gesehen, wir sind da schon sehr nah dran, dass die Arktis komplett abgeschmolzen ist. Zum anderen haben wir beispielsweise die Tatsache, dass die Permafrostböden weltweit sehr viel schneller und früher auftauen als erwartet. Permafrostböden sind jetzt so ein weiteres natürliches
Reservoir an Treibhausgasen, würde ich mal sagen. Also das sind Böden, die das ganze Jahr über gefroren sind. Und das sind Böden, die beispielsweise den Großteil, also die ganze nördliche Region Russlands ausmachen, die nördlichen Regionen Skandinaviens, Kanadas, in Alaska und Sibirien, die seit Jahrtausenden permanent gefroren sind. Tauen diese Böden auf, werden dabei Kohlendioxid und Methan freigesetzt, die wiederum den Treibhausgas, die den Treibhauseffekt verstärken. Und auch das kann zu einem galoppierenden Klimawandel führen. Um das Ganze jetzt mal so größentechnisch einzuordnen, in diesen Permafrostböden beispielsweise, sind insgesamt viermal so viel kohlenstoffhaltige Gase, also Methan, Kohlendioxid und so weiter, enthalten, wie die gesamte Menschheit bisher erzeugt hat. Also das Potenzial dieser natürlichen Quellen an Treibhausgasen ist schlichtweg überwältigend und ganz schön bedrohlich. Nun hat sich ein Forschungsteam im Jahr 2018 damit beschäftigt, die Interaktion all dieser Rückkopplungseffekte und Feedback-Loops zu studieren und quasi die Frage gestellt, an welchem Punkt tatsächlich so ein galoppierender Klimawandel beginnen könnte. Dafür haben sie mehrere dieser selbstverstärkenden Rückkopplungen betrachtet und quasi das Potenzial von einer Art Domino-Effekt zwischen ihnen ins Auge genommen. Wie man hier sieht, gibt es einige dieser Rückkopplungspunkte, die bereits bei 1 bis 3 Grad eintreten, andere, die bei 3 bis 5 Grad eintreten und wiederum andere, die bei 5 Grad eintreten. Also wie man sieht, zum Beispiel das Abschmelzen der Eiskappen in der Arktis und Antarktis ist was relativ früh eintritt, was wir deswegen jetzt schon so stark beobachten können. Das Problem bei der ganzen Sache ist jetzt, dass wir beispielsweise, also es ist so, dass die Forscher kein genaues Level festlegen konnten. Die konnten jetzt nicht genau sagen, okay, bei 2,7 Grad tritt dieser galoppierende Klimawandel ein und dann ist es vorbei. Dafür ist die Sachlage schlichtweg viel zu komplex und der Forschungsstand noch nicht fortgeschritten genug. Sie sagen allerdings ganz klar voraus, dass schon ab 2 Grad Erwärmung dieser Punkt erreicht sein könnte. Die Grundlage dafür ist, dass eben einige dieser Effekte bei 2 Grad schon relativ stark eintreten würden. Also beispielsweise jetzt hier die gelben Rückkopplungseffekte. Und diese wiederum dafür sorgen konnten, dass wir dann relativ schnell 3 Grad oder mehr Erwärmung erreichen, was natürlich die orangenen Rückkopplungseffekte aktivieren würde, welche dann wiederum dafür sorgen könnten, dass wir relativ schnell bei 5 Grad Erwärmung landen. Und von da an ist einigermaßen ungewiss, was weiter passieren würde, aber es ist klar, dass es nicht gut für uns und andere Lebewesen dieser Erde aussehen würde. Wenn man das jetzt zusammenzieht, 2 Grad Erwärmung könnte das bereits lostreten. 2 Grad Erwärmung im IPCC ist etwas, was bereits in unseren Lebenszeiten beziehungsweise zur Lebenszeit unserer Kinder schon sehr gut erreicht sein kann. Es kann also gut sein, dass schon zu unserer Lebenszeit oder zur Lebenszeit unserer Kinder so ein galoppierender Klimawandel eintritt und die Zukunft dann relativ ungewiss, aber doch düster aussieht. Zusätzlich ist es natürlich leider so, dass der Klimawandel nur ein ökologisches Problem von sehr vielen ist. Wir haben beispielsweise auch den Zustand der Weltmeere, die durch Versauerung, Überdüngung und überzogenen Fischfang schon an die Grenzen ihrer Kapazitäten getrieben sind, sodass viele maritime Ökosysteme kurz vorm Zusammenbruch stehen oder bereits zusammenbrechen, wie zum Beispiel die Korallenriffe weltweit. Wir haben die Verschmutzung von Gewässern, von Luft und Böden durch Plastik, durch Giftstoffe, durch Feinstaub, aber auch durch Stickstoff und Phosphor, also die Grundlagen unserer Düngemittel und somit sozusagen der Grundlage der modernen Agrarkultur. Wir haben die Degradierung unserer Böden, die auch bereits sehr stark fortgeschritten ist, wo die UN voraussagt, dass bei Fortführung derzeitiger landwirtschaftlicher Praktiken unsere Böden in nur 60 Jahren
derartig ausgelaugt sein werden, dass keine Ernten mehr möglich sind. Ein Drittel der Böden weltweit sind bereits jetzt durch menschliche Übernutzung unfruchtbar geworden. Wir haben auch das Insektensterben, was relativ großes Aufsehen in Deutschland letztes Jahr erlangte, als Ende 2017 eine Studie veröffentlicht wurde, die aufzeigte, dass die Masse der Insekten in Deutschland seit 1989 um ganze 76% zurückgegangen ist. Und darüber haben wir noch das allgemeine Artensterben, von dem dieses Insektensterben ja nur ein Teil ist. Denn es ist mittlerweile wissenschaftlich unumstritten, dass wir uns momentan inmitten des sechsten großen Artensterbens befinden. Das fünfte und letzte Artensterben war das, in dem die Dinosaurier ausgestorben sind. Und nachdem sich das Antlitz der Erde und die Ökosysteme ziemlich dramatisch verändert haben, das momentane Artensterben, das sechste, ist leider schon ziemlich weit fortgeschritten. Seit 1970 sind Studien zufolge bereits 60% aller Fisch-, Reptilien-, Vogel- und Säugetierarten weltweit ausgestorben. Es ist auch deshalb, dass Extinction Rebellion sich Extinction Rebellion nennt. Das Aussterben, dieser so dramatisch klingende Begriff, ist leider eine unübersehbare und doch oft ignorierte Realität in unser aller Leben. Eine Ursache für all diese Probleme, ganz grundlegend, ist natürlich, dass wir einfach viel zu viele Ressourcen verbrauchen. Jedes Jahr rutscht beispielsweise der Earth Overshoot Day weiter nach vorne. Dieser Earth Overshoot Day veranschaulicht das Ganze so ganz nett, denn er zeigt uns an welchem Tag im Jahr wir den Punkt erreicht haben, wo wir all die Ressourcen aufbrauchen, die die Erde pro Jahr generiert. Also wenn der Earth Overshoot Day am letzten Tag des Jahres liegt, am 31. Dezember, dann sind wir einigermaßen nachhaltig unterwegs. Dann würden wir genau die Ressourcen aufnutzen, die der Planet pro Jahr generiert. Leider liegt momentan der Earth Overshoot Day Anfang August. Das bedeutet schlichtweg, dass wir im Moment so viel Ressourcen verbrauchen, wie 1,7 Erden produzieren würden und damit eben die Ressourcenspeicher aufbrauchen, die momentan noch vorhanden sind, aber dann auch an Punkte geraten, wo es ja eigentlich einfach nicht weitergeht. Es gibt natürlich auch viele, die meinen, dass das Ganze in unserem Wirtschaftssystem angelegt ist, welches ja darauf aufgelegt ist, immer weiter zu wachsen, auch ohne Rücksicht auf derartige ökologische Grenzen zu nehmen. Häufig werden jetzt all diese Probleme nur aus menschlicher Perspektive betrachtet und bewertet. Die Zerstörung der Natur und das Artensterben sind schlimm, weil funktionierende Ökosysteme wichtig für unser Überleben sind. Das ist natürlich richtig, aber die Frage ist ja auch, was ist eigentlich mit den Bewohnern dieser Ökosysteme selbst? Mit den Individuen, die nicht als Art, sondern als Einzelne an Hitzewellen und Trockenheit, an Überschwemmungen oder aufgrund anderer Veränderungen ihrer Lebensräume sterben. Was ist mit den Milliarden von fühlenden Lebewesen, mit denen wir diesen Planeten teilen? Sehr viele von diesen können ganz ähnlich wie wir Freude und Schmerz empfinden, Freundschaft, Mitgefühl oder auch Todesangst erfahren. Auch das sind Dinge, die wir mittlerweile wissenschaftlich ziemlich gut belegt haben. Das Problem ist nicht nur das Artensterben. Das Artensterben ist zwar traurig und sehr gefährlich, aber immerhin haben Arten für sich genommen kein Bewusstsein. Individuelle Tiere allerdings schon. Und durch die von Menschen verursachten ökologischen Krisen sterben bereits jetzt unzählige Tiere jeden Tag. Ganz gut veranschaulicht wird das in dieser Grafik, die nochmal zeigt, was für drastische Einwirkungen und Veränderungen wir als Menschen auf dieser Erde bisher so hatten. Vor 10.000 Jahren war es nämlich so, dass 99% der tierischen Masse, also es geht hier um das Gewicht alles tierischen Materials zusammen, 99% davon waren Wildtiere und 1% waren Menschen. Heutzutage sieht diese Grafik leider sehr, sehr anders aus. Es gibt noch genau
1% tierische Masse, die Wildtiere sind. Es gibt 32% Menschen und es gibt 67% Nutztiere, die wir ja leider zum Großteil in unserer Lebensmittelindustrie relativ gräuslich ausbeuten und umbringen. Es geht aber natürlich, das war jetzt nur mal so ein kleiner Ausflug, um auch mal diesen Anthropozentrismus ein bisschen zu brechen, aber es geht natürlich trotzdem auch um unsere Menschengesellschaften. Auch da habe ich einige Folgen bereits genannt, Wetterkatastrophen, Brände, Hitzewellen, Überschwemmungen. Darüber hinaus aber haben die Klimaveränderungen dramatische Effekte beispielsweise auf die Welternährung. Schon eine einzelne Dürre ist für die betroffenen Bauern häufig existenzbedrohend, wie wir letztes Jahr auch hier in Deutschland gesehen haben, was dieser Artikel vom MDR nochmal in Erinnerung ruft, wo massive Subventionen vom Staat gebraucht wurden, um die Existenz dieser Bauern zu sichern. In anderen Regionen führt eine einzelne Dürre zu noch viel schlimmeren Auswirkungen, wie beispielsweise hier am Tschadsee, wo 11 Millionen Menschen durch Ernteausfälle auf Hilfe angewiesen waren. Ein paar weiträumige Dürrejahre wie 2018 hintereinander und wir haben höchstwahrscheinlich eine handfeste globale Ernährungskrise. Auch das ist etwas, was durchaus möglich ist. Ein weiteres ziemlich gigantisches Problem ist der schon erwähnte Anstieg des Meeresspiegels. Er wird dazu führen, dass viele Orte, darunter sehr viele Megastädte, in Zukunft nicht bewohnbar sein werden. Das Schaubild hier von der Weltbank zeigt, welche Städte vom ansteigenden Meeresspiegel gefährdet sind. Man sieht das jetzt vielleicht nicht so ganz genau von da hinten, muss man jetzt auch nicht. Nur als Erklärung, die großen roten Punkte, die man ganz gut sehen sollte, sind Städte mit mehr als 10 Millionen Einwohnern. Davon haben wir in Europa genau eine, und zwar London, die auch auf dieser Karte mit drauf ist, die auch von so einem Meeresspiegelanstieg bedroht ist. Insgesamt sind auf dieser Karte 20 solcher Städte. Allein das für sich genommen wären massive Migrationsbewegungen, die durch so einen Meeresspiegelanstieg als mindeste Konsequenz zu erwarten wären. Die Weltbank selbst, die jetzt ja kein kapitalismuskritischer Ökoverein ist, schätzt, dass bis 2050 über 140 Millionen Menschen durch den Klimawandel zur Flucht gezwungen werden. Zunächst natürlich innerhalb ihrer Länder, aber sehr bald auch darüber hinaus. Andere Schätzungen von nicht ganz so konservativen Organisationen kommen auf bis zu 1 Milliarde Menschen, die durch den Klimawandel zur Flucht gezwungen werden könnten. Das wäre dann jeder 9. Mensch auf der Erde. All diese Bedingungen, Wirtschaftsprobleme, Fluchtbewegungen, Ernteausfälle, Naturkatastrophen, sind leider auch der perfekte Nährboden für Faschismus. Tatsächlich kann man ja einige Anzeichen von Faschismus schon hier und heute erkennen, wie die Politikwissenschaftlerin Naika Furutan beispielsweise in diesem Artikel in der Welt argumentiert. Und wie man vielleicht unschwer sehen kann, wenn man sich die rechtspopulistischen Parteien in Europa oder die Regierung in den USA momentan anguckt. Und das alles, obwohl wir ja noch die Folgen des Klimawandels eigentlich noch kaum spüren. Man kann sich also ausmalen, was passiert, wenn es wirklich Ernährungskrisen gibt, wenn es wirklich heftigere Katastrophen, deutlich mehr Migration und generell eine wahrhaftige Gefährdung des aktuellen Wohlstandsniveaus geben würde. Es geht bei dem Ganzen also auch darum, wie Menschen sich in Extremsituationen verhalten. Und insbesondere in Situationen, in denen Wohlstand schwindet und Ressourcen knapp werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Frieden, den ich während meines Lebens beispielsweise als so eine Normalität und Naturgegebenheit erfahren habe und immer auch nie in Frage gestellt habe, ein Zustand ist, der darauf beruht, dass wir zumindest hier und momentan mehr als genug haben. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Welt für lange Zeit und immer wieder und überall von sehr, sehr anderen Zuständen geprägt war. Und es ist eigentlich ein bisschen eine Illusion, davon auszugehen,
dass solche Zustände hier nicht zurückkehren könnten. Wir müssen uns beispielsweise nur einmal vorstellen, was es bedeutet, wenn eine Gesellschaft an Nahrungsmangel und Hunger leidet. Und das zu veranschaulichen, werde ich einen kurzen Auszug aus diesem Buch, Timothy Snyders Bloodlands, lesen, in dem es um die Hungersnot in der Ukraine geht, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. In den ukrainischen Großstädten warteten jeden Tag Hunderttausende auf einen Laib Brot. Menschen stellten sich um 2 Uhr früh vor Geschäften an, die nicht vor 7 öffneten. An einem Durchschnittstag standen 40.000 Menschen nach Brot an. Die in der Schlange wartenden Menschen versuchten so verzweifelt ihre Plätze zu behalten, dass sie sich an die Gürtel der vor ihnen Stehenden klammerten. Manche waren so schwach vor Hunger, dass sie nicht ohne Hilfe anderer stehen konnten. Das Warten dauerte den ganzen Tag, manchmal 2. Schwangere und versehrte Kriegsveteranen hatten das Recht verloren, ohne Anstehen einzukaufen und mussten mit den anderen warten. Manchmal heulte eine Frau laut auf und das Jammern hallte in der Schlange auf und ab, sodass eine Gruppe aus Tausenden von Menschen wie ein einziges, angstvolles Tier klang. Überleben war nicht nur ein physischer, sondern auch ein moralischer Kampf. Eine Ärztin schrieb im Juni 1933 an eine Freundin, sie sei noch keine Kannibalin geworden, aber sie sei nicht sicher, ob ich es nicht werde, bevor mein Brief dich erreicht. Die guten Menschen starben zuerst. Wer nicht stehlen oder sich prostituieren wollte, starb. Wer anderen zu essen gab, starb. Wer keine Leichen essen wollte, starb. Wer seinen Mitmenschen nicht töten wollte, starb. Eltern, die keine Kannibalen werden wollten, starben oft vor ihren Kindern. Ende des Zitats. Derartiges geschieht, wenn es Gesellschaften an grundlegenden Ressourcen mangelt. Wenn wir über die Klimakatastrophe und die ökologischen Krisen reden, dann reden wir unweigerlich über derartige Zukunftsszenarios. Auf eine etwas komischere, absurdere Weise wird die Realität all dessen nochmal durch das Verhalten der Superreichen auf dieser Welt verdeutlicht. Diese bereiten sich nämlich tatsächlich schon auf das Ereignis, womit sie den Zusammenbruch der gesellschaftlichen Ordnung meinen, vor. Douglas Rushkoff ist ein Professor für Medientheorie und digitale Wirtschaft, der in einem Blogartikel, der dann später auch im Guardian erschien, Erlebnisse aus dem Jahr 2017 schilderte. In diesem Jahr wurde Rushkoff nämlich in eine luxuriöse private Ferienanlage eingeladen, um einen Abendvortrag über eines seiner Fachgebiete, die Zukunft der Technologie, zu halten. Rushkoff dachte, das Publikum wären so um die 100 Investmentbanker, denn das Honorar, was er bekam, betrug in etwa die Hälfte seines jährlichen Professorenhonorars. Als er da ankam, bemerkte Rushkoff jedoch, dass es nur 5 Superreiche, ausschließlich Männer, aus der obersten Riege der Hedgefund-Welt waren, die dort auf ihn warteten. Nach kurzem Smalltalk merkte Rushkoff außerdem, dass sie sich gar nicht groß für den Vortrag interessierten, den er vorbereitet hatte. Sie hatten vielmehr ihre eigenen Fragen mitgebracht. Und diese Fragen waren dann zum Beispiel: Welche Region wird am wenigsten von der bevorstehenden Klimakrise betroffen sein? Neuseeland oder Alaska? Nach einigem verwunderten Reden mit diesen Superreichen erklärte der Chef einer Maklergesellschaft, dass er sich ein eigenes unterirdisches Bunkersystem gebaut habe, das fast fertiggestellt sei. Er habe jedoch noch eine Frage. Wie sorge ich nach dem Ereignis dafür, dass meine Sicherheitsleute weiter für mich arbeiten? Und weiter als Zitat aus diesem Artikel: Diese eine Frage beschäftigte uns dann für den Rest der Stunde. Sie wussten, dass sie bewaffnete Wachleute brauchen würden, um ihre Anwesen vor ärgerlichen Massen zu schützen. Aber wie sollen sie die Wachen bezahlen, sobald das Geld wertlos wird? Was würde die Wachen davon abhalten, sich einen eigenen Chef zu wählen?
Die Milliardäre überlegten, ob sie die Nahrungsmittelversorgung mit speziellen Kombinationsschlössern versehen könnten, die nur sie öffnen konnten. Oder ob sie die Wachen dazu bringen könnten, irgendeine Art von Kontrollketten zu tragen, als Gegenleistung für ihr Überleben. Oder vielleicht könnte man ja Roboter bauen, um sie als Wachen und Arbeitskräfte einzusetzen. Ende des Zitats. Das belegt nur noch einmal, dass das Ganze schon in einer gewissen Art Realität ist. Und es belegt, dass selbst die Superreichen sich einigermaßen hilflos fühlen und es mit der Angst zu tun kriegen im Angesicht der ökologischen Krisen. Auch sie wissen nicht wirklich, was zu tun ist. Und leider scheint dieses nicht wirklich Wissen, was zu tun ist, auch politische Realität zu sein. Wenn wir uns jetzt mal kurz angucken, was derzeit hierzulande politisch passiert in der Bewältigung der Klimakrise und der anderen ökologischen Krisen, ist das leider viel zu wenig. Die selbstgesetzten Klimaziele 2020 werden deutlich verfehlt. Das hat die Bundesregierung bereits Anfang des Jahres ganz klar zugegeben und eingestanden. Das heißt, das sind diese Zusagen, die eigentlich zu 3 Grad Erwärmung momentan führen, also weltweit. Und viele Länder sind die momentan am Verfehlen. Die Abstimmung über das Klimaschutzgesetz für die Umsetzung dieser unzureichenden Klimaziele bis 2030 wird weiterhin vor allem von der CDU hinausgezögert. Schulz hat gerade dieses Umweltgesetz vorgelegt, die CDU hat es erstmal auf Eis gelegt. Der Kohleausstieg wurde auf 2038 vertagt, also weitere 20 Jahre Kohlestrom in Deutschland, um Wachstum und Strukturwandel sicherzustellen. Die Autoindustrie hierzulande ist und bleibt unantastbar, auch deshalb scheint eine Verkehrswende in sehr weiter Ferne. Und eine Agrar- und Ernährungswende steht quasi außer Diskussion, auch EU-weit mit den jetzigen Subventionen für Agrarbetriebe. Global gesehen sieht es dabei leider nicht viel besser aus. Wir haben schon gehört, ich habe es eben noch mal erwähnt, die Paris-Versprechen sind insgesamt zu schwach. 3 Grad bei den jetzigen Verpflichtungen. Und sie werden nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern nicht eingehalten. Einige Länder haben den Klimaschutz ganz aufgekündigt. Allen voran die USA unter Donald Trump. Das Schaubild hier zeigt die Entwicklung der Treibhausgasemissionen seit 1960. Im Jahr 1990 erschien der erste Bericht des Weltklimarats, des IPCCs. Und bereits dieser Bericht enthielt sehr, sehr deutliche Warnungen. Seit 1990 haben die Emissionen aber um über 62% zugelegt. Also von rund 22 Milliarden Tonnen auf rund 36 Milliarden Tonnen. Insgesamt wurden von 1990 bis heute, also seitdem wir uns weltpolitisch diese Aufgabe gesetzt haben, den Klimawandel zu bekämpfen, mehr Treibhausgase produziert als in der gesamten vorherigen Menschheitsgeschichte. Wir haben wissentlich mehr zu diesem Problem beigetragen als in der ganzen Zeit zuvor unwissentlich. Auch 2018 sind die globalen Treibhausemissionen wieder gestiegen. Das bedeutet auf eine gewisse Art zweierlei, wenn wir jetzt mal etwas konkreter dazu kommen, was wir auch vielleicht zu tun haben. Es bedeutet erstens, dass die Regierungen wirksame Maßnahmen, die nur sie durchführen können, nicht ergriffen haben. Es bedeutet aber zweitens, dass die Akteure, die sich dafür einsetzen wollten, die Politik dazu zu bewegen, genau diese Maßnahmen zu ergreifen, auch das leider nicht geschafft haben. Dass Umwelt-NGOs nicht genug Druck ausgeübt haben oder nicht genug Druck ausüben konnten, um die Regierung zu diesen Maßnahmen zu zwingen. Die finale Frage bei dem Ganzen ist natürlich so ein bisschen, was passiert nun, wenn wir auf dem gegenwärtigen Pfad bleiben? Eine Studie von 2017 geht dieser Frage nach. Sie kombiniert dafür verschiedene Szenarios, die der IPCC in seinem Bericht des Jahres 2013 entworfen hat,
mit aktuellen Daten über Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung und bezieht dabei die derzeitig geplanten Reduktionsanstrengungen schon mit in ihre Berechnungen ein. Auf dieser Grundlage wurde dann modellhaft die Wahrscheinlichkeiten berechnet, verschieden hohe Level an Erderwärmung bis zum Jahr 2100 erreicht zu haben oder eben nicht. Das Ergebnis dieser Studie muss man natürlich mit Vorsicht genießen. Ich habe es ja am Anfang gesagt, diese Wahrscheinlichkeitsrechnungen stehen selber ein bisschen in der Kritik. Aber das Ergebnis war hierbei, dass wir eine 5% Chance haben, unter 2 Grad Erwärmung zu bleiben. Und eine 1%ige Chance, unter 1,5 Grad zu bleiben. Der wahrscheinliche Bereich, und das sieht man ganz gut hier in dieser Verteilung, also 2 Grad, 1,5 Grad sind hier noch sehr niedrig. Der wahrscheinliche Bereich liegt zwischen 2 und 5 Grad Erderwärmung. Das ist, wo quasi all diese hohen Säulen, also der Großteil der Ergebnisse der Modellrechnungen liegen. Und Ausgänge sind möglich, die sogar zu 8 Grad Erderwärmung führen würden. Ein mittleres Ergebnis hierbei ist also beispielsweise 4 Grad Erwärmung. 4 Grad Erwärmung könnte 80-90% aller Menschen auslöschen, einigen Studien zufolge. Die Weltbank selbst sagt, dass bei 4 Grad es unsicher ist, ob eine Anpassung menschlicher Gesellschaften an die Erderwärmung überhaupt möglich ist. Ein anderes wissenschaftliches Papier der Autoren Ramanathan und Chu sagt, dass bei 4 Grad 74% der Bevölkerung in Zonen leben würde, die regelmäßig tödliche Hitze erfahren. Klimaforscher Professor Kevin Anderson fasst das Ganze ganz gut zusammen. Eine 4-Grad-Zukunft ist unvereinbar mit einer geordneten globalen Gemeinschaft, ist wahrscheinlich jenseits aller Anpassungsmöglichkeiten, würde die Mehrzahl aller Ökosysteme vernichten und mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht stabil sein, also mit hoher Wahrscheinlichkeit eben zu noch weiterer Erwärmung führen. Zum Abschluss dieses ersten Teils lese ich jetzt noch einige Sätze aus einem Artikel der Klimawissenschaftlerin Kate Marvel, die für die NASA am Goddard Institute arbeitet, vor. Klimawissenschaftlerin zu sein bedeutet, an einer Horrorgeschichte in Zeitlupe teilzunehmen. Wir schicken unsere Kinder unweigerlich auf einen fremden Planeten. Als Klimawissenschaftlerin werde ich oft gebeten, über Hoffnung zu sprechen. Besonders im aktuellen politischen Klima möchte das Publikum hören, dass am Ende doch alles gut wird. Der Klimawandel ist so bedrückend, sagen die Veranstalterinnen immer. Erzähl uns eine schöne Geschichte. Gib uns Hoffnung. Das Problem ist, ich habe keine. Hoffnung ist ein Geschöpf von Privilegien. Wir wissen, dass wir viel verlieren werden, aber wir trösten uns mit dem Gedanken, dass andere die Hauptlast tragen werden. Doch das Gegenteil von Hoffnung ist nicht Verzweiflung. Es ist Trauer. Und auch während wir versuchen, die Schäden zu begrenzen, können wir trauern. Dabei kann das schiere Ausmaß des Problems sogar auf perverse Weise tröstlich sein. Es betrifft uns alle gemeinsam. Das rasante Tempo des Wandels, sein Ausmaß und seine Unvermeidlichkeit binden uns zusammen. Wir brauchen keine Hoffnung, sondern Mut. Trauer ist letztlich der Preis, den wir dafür zahlen, am Leben zu sein. Es ist unser aller Schicksal, dass unsere Leben von Trauer durchsetzt sind. Aber wir sind deshalb nicht weniger wert. Mut bedeutet, sich für das Richtige zu entscheiden, ohne zu wissen, ob die Geschichte gut ausgehen wird. Und auch ich glaube, dass Trauer eigentlich eine ganz gute Emotion
in dieser Angelegenheit ist. Es gibt natürlich viele Gefühle, mit denen man auf diese Fakten bzw. auf die Lage unserer Welt reagieren kann. Aber ich glaube, Trauer ist dabei ein ganz zentrales Gefühl. Oft vielleicht gemischt mit etwas Frustration oder Wut, aber doch traurig im Endeffekt. Oft wird solchen Emotionen im Umgang mit den ökologischen Krisen und in unseren Diskussionen zu diesen Themen viel zu wenig Raum gegeben, weil die meisten Diskussionen ebenso wie der Vortrag jetzt bisher von Prozentzahlen, wissenschaftlichen Studien und so weiter geprägt sind. Und unsere Gespräche darüber dann oft auf eine sehr, sehr rationale Art verlaufen und geführt werden. Bei Extinction Rebellion glauben wir aber, dass das eigentlich falsch ist. Wir sind nun mal fühlende, emotionale Wesen, die sich ihren eigenen Untergang erschreckend nahe gebracht haben, was verständlicherweise zu Angst und Trauer führt. Wir glauben, dass wir diesen Emotionen Raum und Zeit geben sollten, dass wir sie bewusst spüren sollten und sie zur Grundlage unseres Handelns machen sollten. Davon bin ich auch persönlich ziemlich überzeugt und ich möchte hier am Ende dieses naturwissenschaftlichen Teils nun eine kurze Pause einlegen, um das Ganze einmal sacken zu lassen. Einige Minuten, um darüber zu reflektieren, um in sich reinhören zu können, ein bisschen fühlen zu können, was das eigentlich mit uns macht. Die können natürlich gerne schweigend verbracht werden, die können auch gerne im Austausch mit ihrem Gegenüber oder Nachbarn verbracht werden. Und ich werde dann in 1-2 Minuten mit dem zweiten Teil des Vortrags weitermachen. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil, in dem es um die Frage geht, was aus all diesen Informationen, aus all diesem Wissen folgt oder folgen kann. Und dazu vor allem ganz explizit um die Frage, wie wir als Einzelne mit diesem Wissen umgehen können. Das heißt, wie diese existenzielle Bedrohung des Lebens auf der Erde unser persönliches Leben beeinflussen kann. Ich denke, als erstes müssen wir uns erlauben, traurig zu sein, also genau das zu tun, was wir eben gerade kurz getan haben. Das selbst erfordert schon einen gewissen Mut, den wir oft im Alltag nicht so sehr haben, uns diesen Emotionen wirklich zu stellen, das nicht zu verdrängen, wie es vielleicht für viele von uns auch oft ein Reflex ist. Aber wir müssen uns dann natürlich auch fragen, wie wir in Anbetracht dieser Tatsachen handeln wollen. Und auch darum soll es jetzt gehen. Hope dies, action begins. Das ist ein relativ zentraler Satz von Extinction Rebellion und er hat mich persönlich auch besonders beeindruckt. Die Hoffnung stirbt, die Aktion beginnt. Dass die Lage schon so aussichtslos ist, wie sie momentan ist oder zu sein scheint, muss nicht dazu führen, dass wir resignieren. Ganz im Gegenteil. Wir sind mit dem Ganzen natürlich zu spät dran, aber umso mehr und umso schneller und entschlossener sollten wir doch jetzt probieren, noch etwas zu ändern. Wir sollten umso mehr alles versuchen, um den Schaden zu begrenzen. Wir erkennen jetzt das Ausmaß der Katastrophe, auf die wir zusteuern. Und wie absurd wäre es, in diesem Moment nicht zu probieren, das Steuer noch rumzureißen, sondern diese Katastrophe und die Millionen von Leitgeschichten, die mit ihr verbunden sind, einfach so in Kauf zu nehmen. In Anbetracht der Tatsache, dass unsere Regierungen sich
aber dermaßen untätig zeigen und es seit Jahrzehnten versäumt haben, das Steuer in die Hand zu nehmen und angemessen auf die Klimakatastrophe und andere ökologische Krisen zu reagieren, stellt sich natürlich die Frage, was genau dazu im Handeln jetzt eine angemessene Reaktion ist. Unsere Antwort steckt schon im Titel der Bewegung. Es geht um eine Rebellion. Und die Idee ist, dass eine Rebellion in der jetzigen Lage auch ethisch sowohl als politisch gerechtfertigt ist. Darauf will ich jetzt noch ein bisschen mehr eingehen. Wir haben in der Gesellschaft ziemlich klare Vorstellungen davon, was ethisch okay ist und was nicht okay ist. Einige sind umstritten, zum Beispiel was das Töten von Tieren angeht. Da gibt es durchaus Leute, die so denken und Leute, die so denken und Diskussionen. Andere sind hingegen ziemlich klar und eigentlich unumstritten. Einen Menschen umzubringen beispielsweise ist falsch. Wenn das jemand vorhat, muss er oder sie daran gehindert werden. Das Gleiche gilt in sogar noch stärkerem Maße, wenn jemand vorhat, eine ganze Familie umzubringen oder eine Siedlung oder eine ganze Stadt. Genau damit haben wir es aber heute quasi zu tun. Die Mengen an Treibhausgasen, die heute in die Atmosphäre gepumpt werden, werden voraussichtlich Millionen von Menschen in den Tod treiben. Das ist bekannt und es wird trotzdem in Kauf genommen. Eigentlich handelt es sich damit um eine Art Massenmord, beziehungsweise vielleicht um eine fahrlässige Tötung in der Größenordnung eines Massenmordes, was meiner Ansicht nach aber nicht unbedingt viel besser ist. Es geht hierbei also nicht mehr nur um Politik, sondern auch um Moral. Was momentan passiert, ist falsch. Es ist sogar böse und es muss gestoppt werden. Wenn eine Regierung so etwas tut, dann muss sie in Frage gestellt werden. Und zwar ganz unabhängig von sonstigen politischen Überzeugungen. Die Idee, dass Widerstand gegen die Regierung unter bestimmten Bedingungen gerechtfertigt ist oder sogar eine Pflicht der Bürgerinnen sein kann, findet sich bei vielen Denkerinnen in der politischen Theorie, die jetzt nicht alle unbedingt regierungskritisch, anarchistisch oder linksradikal sind. John Locke zum Beispiel, der hier auf diesem Bild ist, gilt als sehr klassischer Vertreter des politischen Liberalismus und schrieb im 17. Jahrhundert in Großbritannien. Er sagt, eine Regierung hat die Aufgabe, den Interessen der Bevölkerung zu dienen. Handelt sie gegen deren Interessen, haben diese das Recht und unter Umständen auch die Pflicht, die Regierung zu ersetzen. So ähnlich könnte man sogar aus konservativer Sicht argumentieren, in diesem spezifischen Kontext. Denn die Klimakrise läuft dem grundsätzlichen Ziel des Konservatismus, also dem Bewahren, dem Konservieren, ja diametral entgegen. Sie ist das genaue Gegenteil des Bewahrens. Sie ist eine gigantische Veränderung, ein Weg ins Chaos. Es gibt also viele verschiedene politische Ansichten, die einen eigentlich an einen Punkt führen, zu sagen, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Aber die Frage ist natürlich auch, was wäre nun zu tun oder was gibt es oder gilt es mit der Rebellion oder dem Aufstand zu erreichen? Extinction Rebellion fordert ganz explizit Regierungen dazu auf, den Klimanotstand auszurufen. Wir vergleichen das gerne mit Kriegssituationen, in denen Ländern wie die USA in der Vergangenheit in kürzester Zeit ihre gesamte Wirtschaft umgestellt haben. So etwas brauchen wir auch jetzt, natürlich mit anderen Umstellungen und unter anderen Bedingungen. Es geht jetzt nicht darum, eine riesen Rüstungsindustrie aufzubauen, aber es sind ähnliche Mittel, die wir mobilisieren müssen. Es ist eine ähnliche Umstellung und ein ähnlicher Aufwand, um in dieser Situation vernünftig zu handeln. Die Idee ist, dass sich die nötigen Maßnahmen durchaus durchsetzen ließen, wenn erstens alle Menschen wirklich verstehen, was auf dem Spiel steht und wenn die Umstellung zweitens auf eine sozial gerechte
und demokratisch kontrollierte Weise geschieht, die nicht zum Beispiel die Ärmeren sehr stark benachteiligt, während die Reichen weiter durch die Gegend fliegen, SUV fahren und Steak futtern. Solche Notstandsmaßnahmen würden vor allem beinhalten, die Treibhausgasemissionen innerhalb weniger Jahre auf Null zu reduzieren. Das ist wiederum etwas, was man durch verschiedene Maßnahmen und eigentlich nur durch umfassende Maßnahmenpakete erreichen kann. Die Organisation The Climate Mobilization, die auch mit Extinction Rebellion zusammenarbeitet, hat sich schon länger mit den expliziten Maßnahmen, die durchzuführen wären, beschäftigt. Etwas wie die CO2-Steuer oder ein CO2-Zertifikatshandel, was bereits seit Jahrzehnten von Wissenschaftlerinnen als sehr effektiv empfohlen wird, aber bislang keine Umsetzung findet. Auf diese Art würde nämlich die Nachfrage nach fossiler Energie durch eine Form der Rationierung von Emissionen reduziert werden. Es wären des Weiteren massive Investitionen in sichere Techniken der Kohlenstoffentnahme zu tätigen. Sichere Techniken der Kohlenstoffentnahme sind zum Beispiel ganz einfache Aufforstungsprogramme. Es geht hierbei nicht um höchst riskante technologische Lösungen, sondern um simple Dinge wie diese, in die schlichtweg genügend Ressourcen bzw. Gelder gesteckt werden müssten. Eine Verkehrswende wäre nötig, also mehr Investitionen in die Zuginfrastruktur, in öffentlichen Verkehr, ein politischer Wille zu autofreien Städten, mehr Radwegen etc. Eine umfassende Agrarwende wäre auch ein wichtiger Schritt. Also Politik, die weg von industrieller Landwirtschaft führt, die beispielsweise nicht mehr die industrielle Landwirtschaft genauso stark subventioniert wie andere Formen der Landwirtschaft. Ein Ausstieg aus der Massentierhaltung, massive Reduktion der Tierproduktion, dezentrale und nachhaltige Erzeugung sollte an ihre Stelle treten. Dadurch könnte unter anderem auch Land gewonnen werden, was dann wiederum für Aufforstung und somit Kohlenstoffentnahme zur Verfügung stehen würde. Des Weiteren ist die Heilung von bestehenden Ökosystemen wichtig, also umfassender Schutz- und Wiederherstellungsprogramme, um das Massensterben aufzuhalten und mehr Kohlenstoffspeicherung in diesen natürlichen Ökosystemen zu ermöglichen. All diese Dinge sind technisch und ökonomisch schon lange möglich. Diese Lösungen gibt es schon. Woran es momentan mangelt, ist schlichtweg der politische Wille, sie umzusetzen. Diesen politischen Willen könnte man wahrscheinlich durch Druck von unten, also durch Aufstand oder Protest, erzeugen. Über diese expliziten Forderungen von Maßnahmen oder von Reduzierungen von Treibhausgasemissionen hinaus fordert Extinction Rebellion, dass eben diese Maßnahmen von einer Bürgerversammlung entwickelt und ihre Umsetzung kontrolliert wird. So eine Bürgerversammlung könnte beispielsweise per Losverfahren zusammengestellt werden. Das ist ein relativ lange bestehendes politisches Verfahren, was beispielsweise im alten Athen ein grundlegender Bestandteil der Demokratie war. Ich will da jetzt nicht so ganz explizit drauf eingehen. Es gibt dazu sehr gute Materialien online, wie beispielsweise diesen TED-Talk von Brad Hennig und grundsätzlich die Materialien der Sortition Foundation. Sortition ist der englische Fachbegriff für diese Art von Demokratieverfahren. Aber ich will nur kurz darlegen, wieso dieser Punkt Teil der Forderungen von Extinction Rebellion ist. Erstens wollen wir es ungern den jetzigen Regierungsstrukturen überlassen, diesen so wichtigen Prozess zu leiten. Schlichtweg, weil sie sich in der Vergangenheit so unfähig gezeigt haben, angemessen mit der Klimakrise umzugehen. Und das scheint nicht an den individuellen Politikern zu liegen, denn diese haben gewechselt während der gesamten Zeit. Es scheint irgendetwas mit den Regierungsstrukturen, die darunter liegen, zu tun zu haben. Zweitens liegt dieser Idee auch ein grundsätzlicher Zweifel zugrunde, ob einmal alle 4 Jahre ein Kreuzchen machen wirklich eine funktionale Demokratie
gemäß unseren Wünschen und Idealen darstellt. Wissenschaftliche Ergebnisse zur Bürgerversammlung deuten darauf hin, dass sie die Gesellschaften, in denen sie eingeführt werden, wieder stärker politisieren und dass dabei viele der Probleme umgangen werden, die professionelle Politiker sonst haben. Also beispielsweise der starke Einfluss von Lobbyismus oder die Dynamik oder das Verlangen von Politikern, wiedergewählt zu werden und somit in sehr kurzen Abständen, also in Wahlperioden, politisch zu denken. Wie gesagt, ich gehe da jetzt nicht weiter darauf ein, wir können das aber gerne auch in den Fragen, in der Fragerunde am Ende nochmal genauer besprechen. Dementsprechend gibt es drei Kernforderungen von Extinction Rebellion. Die erste ist, dass Regierungen die volle Wahrheit über die ökologischen Krisen offenlegen müssen. Wir glauben, das liegt in der Verantwortung einer Regierung, sicherzustellen, in einer Situation wie jetzt dafür zu sorgen, dass die gesamte Bevölkerung Bescheid weiß, was gerade los ist und was auf dem Spiel steht. Und wir glauben, die Regierung müsste dafür Ressourcen mobilisieren und beispielsweise mit den Medien zusammenarbeiten, um uns alle genau darüber zu informieren. Zweitens verlangen wir, dass der Klimanotstand ausgerufen wird und eine umfassende Klimamobilisierung erfolgt, um verbindlich festgelegte Klimaziele, allen voran die Reduktion der Treibhausgasemissionen auf Null bis 2025, zu erreichen. Die Implementierung soll drittens durch direkt partizipatorische Gremien gesteuert, begleitet und unterstützt werden. Also diese Klimarettungsprozesse sollen von einer Bürgerversammlung übersehen werden. So eine Bürgerversammlung würde jetzt nicht die Regierung alleine übernehmen, sondern wäre als quasi unabhängiger Körper durchaus in das bereits existierende politische System zu integrieren. Das sind so die Ziele in einer längeren Perspektive. Um überhaupt erstmal diese Sache ins Rollen zu bringen, ist der Knackpunkt im Moment, wie erzeugen wir ausreichend politischen Druck für eine andere Klimapolitik? Und wie erreichen wir überhaupt, dass dieses Thema, die Klimakrise, die ökologischen Krisen, die Zentralität in unserer Gesellschaft einnehmen, die sie eigentlich haben müssten? Wir glauben, dafür ist eine gewisse Diskursverschiebung notwendig. Und wir glauben, diese wurde bisher leider nicht erreicht, obwohl viele NGOs und Verbände daran gearbeitet haben, dieses Thema in den Mittelpunkt der Gesellschaft zu stellen, ist dies leider nicht geschehen. Vielleicht müssen wir da also auch unsere Herangehensweise überdenken. Extinction Rebellion hat da ein wichtiges Prinzip und das lautet, die Wahrheit sagen und so handeln, wie es der Wahrheit angemessen ist. Das klingt jetzt natürlich etwas, ja, so ganz nett, aber vielleicht auch ein bisschen simpel und lapidar. Es wird aber tatsächlich im üblichen Klimadiskurs viel zu wenig befolgt. Denn in der üblichen Diskussion um die Klimakrise wird oft eine Position der positiven Psychologie gewählt. Es wird dann vor Klimakatastrophismus gewarnt. So sagt zum Beispiel dieser Professor Brüggemann, ein Professor für Kommunikationswissenschaft, Folgendes. Grundsätzlich gilt, das Thema als Weltuntergang auszumalen, rüttelt die Leute zwar kurz auf, führt aber zur Abstumpfung. Man ist damit überfordert, sich damit auseinanderzusetzen. Viele sagen dann, ich kann ja doch nichts machen. Also wird hier und von vielen Akteuren in diesem Feld die Position vertreten, dass den Leuten nicht die Wahrheit über die drohende Katastrophe gesagt wird, weil man denkt, das würde ein Gefühl der Ohnmacht erzeugen, die Leute leben und also nicht zum Handeln mobilisieren. Stattdessen wird oftmals beispielsweise von den ganzen positiven Wirkungen von kleinen Veränderungen und Änderungen individueller Verhaltensweisen erzählt, damit sich Menschen gestärkt und inspiriert fühlen.
An dieser Idee der positiven Psychologie ist durchaus etwas dran. Und sie kommt ja auch nicht aus dem Nichts. Da gibt es auch viel wissenschaftliche Arbeit dazu, die belegt, dass Menschen sich eben auf eine solche Art inspiriert und gestärkt fühlen in Handlungen. Aber sie scheint in genau diesem Kontext nicht so ganz angebracht. Denn bislang können wir ja sehen, dass dieser Ansatz nicht dazu geführt hat, dass Verhaltensweisen in ausreichendem Maße sich geändert haben, wenn man sich nur mal Themen wie Fliegen, Autoverkehr oder Ernährung anschaut, wo die Emissionen immer weiter steigen. Außerdem geht es ja auch nicht wirklich darum, individuelle Verhaltensweisen zu verändern, sondern, so ist zumindest unsere Perspektive, in den grundlegenden politischen Rahmenbedingungen Veränderungen zu erzwingen, da diese unsere individuellen Verhaltensweise ja fundamental beeinflussen oder sogar leiten. Extinction Rebellion stellt diesen Ansatz der positiven Psychologie daher in Frage und hat eine etwas andere Hypothese. Hier wird das mal mit ein paar schönen Graphen veranschaulicht, die keine realen Daten darstellen, sondern schlichtweg eine Veranschaulichung dieser Idee. In dem ersten Bild hier oben links sieht man die Annahme davon oder das jetzige Szenario, wie Leute auf den Klimawandel reagieren. Die allermeisten in der Mitte, also dieser Berg, sind sich zwar des Problems bewusst, machen aber eigentlich nichts oder zu wenig. Die links tragen aktiv und absichtlich zur Verschlechterung bei oder ignorieren den Klimawandel schlichtweg völlig. Die rechts sind jetzt so versimpelt gesagt irgendwie ganz aktive Ökoaktivistinnen. Wenn man diesen Menschen jetzt die Wahrheit darüber sagt, wie schlimm es tatsächlich ist und wie dramatisch die jetzige Situation ist, dann, so die Hypothese der positiven Psychologie, werden die eher noch weniger machen und denken, scheiß drauf, das bringt eh nichts. Also man hätte dieses zweite Bild rechts oben, dass sich eigentlich die gesamtgesellschaftliche Tendenz eher zum Schlechteren entwickelt und nur ein paar wenige im aktiven Spektrum verbleiben. Die Hypothese von Extinction Rebellion ist dagegen, dass sich eine Zweiteilung ergibt. Die Mehrheit hängt dann immer noch hier in der Mitte rum, das ist in diesem etwas kamelartigen Graphen der große Höcker. Aber eine bedeutsame Minderheit ist sehr viel stärker motiviert als zuvor, weil sie verstanden hat, wie wichtig und dramatisch das Thema tatsächlich ist. Das wären dann die Leute, die bereit sein werden, sehr viel mehr zu tun, als nur ihre Ernährung umzustellen oder nicht mehr zu fliegen, so wichtig das auch ist. Das wären die Leute, die sich an einer politischen Bewegung beteiligen und auch dafür bereit wären, persönliche Opfer zu bringen. Und wir glauben, diese Gruppe von Menschen entwickelt sich eben nicht, wenn man Leuten sagt, es wird alles gut, sobald man sich vegan ernährt und seinen Müll recycelt. Und es gibt zwar keine wirklichen Daten für diese Hypothese, aber es gibt einfach schon so gewisse Erfahrungswerte von Extinction Rebellion, die diesen Talk in Großbritannien schon sehr oft gehalten haben und am Ende immer so Feedbackbögen austeilen, wie wir es auch hier am Ende tun werden. Und auf diesen Feedbackbögen wird unter anderem gefragt, ob man sich vorstellen kann, sich bei Extinction Rebellion zu beteiligen und in der englischen Version sogar, ob man bereit wäre, an Aktionen teilzunehmen, wo die Gefahr besteht, in polizeiliche Gewahrsam genommen zu werden. Die bisherige Erfahrung von Extinction Rebellion ist, dass ungefähr 30% der Leute sagen, sie wären sogar bereit, an Aktionen teilzunehmen, die polizeilichen Gewahrsam bedeuten könnten. Also die eine eindeutige Opferbereitschaft für dieses Thema zeigen und eben genau diesen zweiten Höcker darstellen, der in diesem Bild gezeigt wird. Aber wie vorhin in dem schönen Satz gesagt, geht es ja nicht nur darum, die Wahrheit zu sagen, sondern auch darum, so zu handeln, wie es der Wahrheit angemessen ist. Der konventionelle Ansatz bei politischen Anliegen besteht grundsätzlich in Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit, Flyer verteilen, Lobbying,
Petitionen und Demonstrationen. Diese Maßnahmen sind angemessen für kleinere politische Anliegen oder auch für die frühen Stufen einer Bewegung, wo man erst einmal ein Bewusstsein für ein Thema schaffen muss. Sie sind aber unserer Meinung nach nicht angemessen für Probleme, die so existenziell und dermaßen dringend sind wie der Klimawandel und die ökologischen Krisen. Das heißt nicht, dass diese Sachen gar nicht passieren sollten. Aber wenn der Plan ist, nur das zu tun, wird es, denke ich, nicht funktionieren. Dafür sind zu mächtige Interessen auf wirtschaftlicher und politischer Seite gegen die Veränderung eingestellt. Und dafür senden diese Aktionsformen auch das falsche Bild. Denn welches Signal sendet es, wenn jemand flyert oder eine angekündigte Demonstration sendet oder eine Petition einreicht? Es vermittelt nicht wirklich ein Gefühl von Dringlichkeit und Notwendigkeit, von Opferbereitschaft und davon, dass es hier um existenzielle Bedrohungen geht. Wir müssen stattdessen Aktionen machen, die zeigen, worum es geht. Die zeigen, dass es um sehr viel geht und die zeigen, dass wir auch zu persönlichen Opfern bereit sind, weil die Sache so verdammt wichtig ist. Es geht also um zivilen Ungehorsam, der tatsächlich das System herausfordern kann. Es geht um Disruption, eine Unterbrechung des üblichen gesellschaftlichen Betriebsablaufs, um Aufruhr und Störung der alltäglichen Routinen, um Zeichen zu setzen. Ein klares Stopp, ein klares So kann es nicht weitergehen und ein klares Nicht mit uns. Extinction Rebellion hat daher in Großbritannien seit Ende Oktober 2018 mehrere Massenaktionen zivilen Ungehorsams durchgeführt, wie hier im November in London, wo mehrere Brücken über die Themse mit 4.000 bis 6.000 Aktivisten blockiert wurden und somit quasi der gesamte Verkehr in Londons Innenstadt lahmgelegt wurde. Mit dieser Aktion und anderen Aktionen haben sie landesweit und international sehr viel Aufmerksamkeit erreicht. Die Strategie, die sie dabei anwenden, ist wohl überlegt und hat klare Vorbilder in der Vergangenheit. Diese Strategie ist eben der zivile, friedliche Ungehorsam. Der bekannteste Vertreter solch zivilen, friedlichen Ungehorsams oder friedlichen zivilen Widerstands ist wahrscheinlich immer noch Mahatma Gandhi, der mit seinen vielen Mitstreitern es schaffte, Indien aus der englischen Kolonialherrschaft zu befreien. Also auch ein sehr fundamentales und ziemlich großes politisches Anliegen durchzusetzen. Aber auch in der Bürgerrechtsbewegung in den USA wurden ab den 50er Jahren verschiedene Taktiken zivilen Ungehorsams eingesetzt, um die Rassentrennung und die Diskriminierung schwarzer Amerikanerinnen abzuschaffen. Der Montgomery Bus Boykott 1955 begann beispielsweise mit einem individuellen Akt friedlichen zivilen Ungehorsams. Damit, dass Rosa Parks sich weigerte, ihren Sitzplatz für eine Weiße freizugeben und sich dafür verhaften ließ. Die Freedom Riders, die man hier sieht, waren im Anschluss daran Anfang der 60er Jahre eine Gruppierung, die im Süden der USA mit eben jenen Bussen fuhr, die immer noch nach Hautfarbe getrennte Sitzplätze hatten und diese Trennung durch ihr Handeln in Frage stellten. Die Bewegung begann mit 25 Studenten Anfang des Jahres und am Ende des Sommers waren mehrere hundert Leute im Gefängnis. Das sorgte für viel Aufsehen und nach wenigen Monaten hatte die Bewegung Erfolg. Die Regelungen im Bus- und Bahnverkehr wurden grundlegend verändert. Aber auch hier in Deutschland gibt es Beispiele. Zum Beispiel war die Anti-Atomkraft-Bewegung eine Bewegung, die sehr stark auf zivilen Ungehorsam gesetzt hat und damit auch hier politische Erfolge gefahren hat. Sie hat vielleicht nicht alles erreicht, was sie erreichen wollte, aber doch die Grundlage gelegt für den Atomausstieg, den wir jetzt haben, auch wenn er vielleicht nicht so schnell und drastisch erfolgt ist, wie sie es gerne gehabt hätten. In den 70er Jahren wurde beispielsweise auch ein ganzes Atomkraftwerk in Wiel durch Proteste und Besetzungen verhindert. Und mit den Blockaden des Castortransportes und anderen Aktionen werden sogar bis heute Massenaktionen zivilen Ungehorsams in diesem Zusammenhang durchgeführt.
Die Frage dabei ist natürlich ein wenig, was macht gewaltfreie Aktionen oder diese Formen des friedlichen zivilen Ungehorsams erfolgreich? Sozialwissenschaftliche Studien und Arbeiten zu diesem Thema weisen dabei auf 4 ganz grundlegende Aspekte hin. Erstens geht es um eine deutliche Störung und Aufruhr. Es geht darum, für Aufruhr besonders in größeren Städten zu sorgen, für Aufruhr, den weder die Bevölkerung noch die Politik ignorieren kann. Oft sagen Leute in diesen Fällen, und vor allem die Leute, die selbst gestört werden, also beispielsweise die Leute, die Autofahrer sind, die blockiert werden bei einer Straßenblockade, so etwas wie, ich finde euer Anliegen richtig, aber ich mag eure Methoden nicht. Der Punkt dabei ist, sie sprechen jetzt über das Anliegen, was sie vorher nicht getan haben. Zweitens geht es um sichtbare Risiko- und Opferbereitschaft. Es geht darum, dass Leute zeigen, dass sie bereit sind, für ihre Ziele auch ins Gefängnis zu gehen oder andere Opfer zu erbringen. Denn damit wird den Zuschauenden deutlich, wie ernst die Sache ist und sie können mit den Aktivistinnen mitfühlen. Es geht auch ganz explizit um Verhaftung und Gefängnis als Taktik. Wenn der Staat mit Repression reagiert und Leute verhaftet, kann das ein Schlüsselelement für den späteren Erfolg sein. Tatsächlich ist das Verhaftetwerden bei Extinction Rebellion eine zentrale Taktik. Denn wir sehen historisch, dass man grundsätzlich bei bestimmten Anzahlen an Ingewahrsamnahmen ganz bestimmte Effekte erzielt. Bei 50 Leuten gibt es meist schon ein großes Medienecho. Bei 100 Leuten gibt es grundsätzlich tagelange öffentliche Diskussionen. Bei 200 Leuten reagiert zumeist die Regierung, also publiziert so etwas wie eine Stellungnahme oder es gibt Diskussionen in den Landtagen oder im Bundestag. Bei 1000 Leuten wurden in der Vergangenheit oftmals die Forderungen einer Bewegung erfüllt. Wenn das so ist, dann können wir als Einzelperson eine unheimliche Macht haben. Wenn wir einer oder eine von 500 Leuten sind, die ins Gefängnis gehen, können wir damit möglicherweise mehr erreichen, als wenn Millionen Leute demonstrieren oder Petitionen unterschreiben. Dann gibt es noch den Grundaspekt gewaltfrei und respektvoll, der auch sehr wichtig ist. Gewaltfrei bedeutet, dass die Gegnerinnen und die Polizei nicht angegriffen werden und dass niemand verletzt werden soll. Extinction Rebellion schließt für sich auch größere Sachbeschädigungen aus, da auch diese als gewaltsam betrachtet werden. Die Gewaltfreiheit ist wichtig, damit sich eine breite Masse mit der Bewegung solidarisieren kann und ihr gegenüber sympathisch und unterstützend eingestellt ist. Eine solche gesamtgesellschaftliche Unterstützung ist fundamental für soziale Bewegungen und dieses Jahr hat zum Beispiel der Hambacher Forst und der Widerstand im Hambacher Forst eben das gezeigt. Dort war es eine Kombination aus sehr opferbereiten, sehr aktiven Aktivistinnen vor Ort und einer sehr breiten gesellschaftlichen Unterstützung überall in Deutschland, die zu einem politischen Erfolg geführt haben. Respektvoll bedeutet darüber hinaus, dass dem Gegner und den Unbeteiligten immer mit Respekt begegnet wird, dass sie nicht als böse oder dumm, sondern immer als mögliche Gesprächspartnerinnen angesehen und dargestellt werden. Wir vermeiden beispielsweise jegliches Shaming und Blaming, da wir das zum einen als unförderlich betrachten und zum anderen auch als Teil einer toxischen Kultur, die wir eigentlich loswerden wollen. Aber die Frage ist natürlich, wie können sich Menschen durch bloße friedliche Aktionen gegen ein so übermächtiges System und solch mächtige Interessen wie die von Wirtschaft und bestehender Politik durchsetzen? Interessanterweise und glücklicherweise gibt es auch dazu empirische Forschung. Die Politikwissenschaftlerin Erika Chenoweth hat über 300 soziale Bewegungen aus dem 20. Jahrhundert untersucht, mit der Frage, welche Strategien zu Erfolg oder Misserfolg beitrugen. Eine zentrale Erkenntnis, die auch die Autorin selbst überrascht hat, war,
dass gewaltfreie Bewegungen doppelt so oft erfolgreich waren wie Bewegungen, die auch Gewaltmittel einsetzten. Außerdem hat Chenoweth untersucht, wie viele Menschen es eigentlich braucht, um grundlegende Politikänderungen herbeizuführen oder sogar eine Diktatur zu stürzen. Wir denken ja immer, es braucht für so etwas total viele Leute, so die Hälfte der Bevölkerung oder eine Mehrheit am besten. Aber das scheint nicht ganz zu stimmen. Chenoweth kommt auf die Zahl 3,5%. Jede Bewegung, die es geschafft hat, mindestens 3,5% der Bevölkerung ihres Landes zu mobilisieren, sodass diese kontinuierlich aktiv wurde, war in ihrer Studie erfolgreich. Das bedeutet, schon vergleichsweise wenige Menschen, in Berlin wären das 100.000, wären in der Lage, bedeutenden Wandel herbeizuführen. Wir brauchen nicht alle, wir brauchen viele und vor allem einige, die auch bereit sind, persönliche Risiken einzugehen für die Sache. Ungehorsame Aktionen brechen ganz bewusst Regeln und Gesetze und begeben sich damit in ziemlich direkte Konfrontation mit dem Staat. Der Staat und die herrschende Ordnung haben ein grundlegendes Interesse daran, die bestehende Ordnung aufrechtzuerhalten. Und sie haben dazu auch ein Gewaltmonopol in Form der Polizei und des Strafsystems. Deshalb werden wir uns notwendig auch mit denen anlegen müssen, auch wenn wir sie als Menschen und nicht als unsere Feinde sehen. Das kann natürlich Konsequenzen haben. Man kann in Gewahrsam kommen, man kann ein Strafverfahren am Hals haben, Bußgelder bezahlen müssen oder unter ganz besonderen Umständen vielleicht sogar eine Gefängnisstrafe bekommen. Das sind natürlich persönliche Opfer, die nicht zu unterschätzen sind. Zugleich dürfen wir sie nicht überschätzen. Viele Leute haben beispielsweise Angst, dass sie ihren Job verlieren, wenn sie etwas Verbotenes tun. Tatsächlich kommen Delikte aber erst ab einer gewissen Schwere ins Führungszeugnis, die bei politischen Aktionen der hier besprochenen Art eigentlich nicht gegeben sind und in der Vergangenheit äußerst, äußerst selten waren. Unter anderem ist es auch deswegen sehr wichtig, neue Polizeigesetze sehr kritisch zu begutachten und zu verhindern, weil dort teilweise gegen genau diese Sicherheiten, die derartiges politisches Engagement ermöglichen, vorgegangen wird. Wir müssen auch bedenken, dass wir hierzulande im Vergleich zu anderen Ländern sehr privilegierte Bedingungen für politischen Aktivismus haben. Was hier zu einem Bußgeld führen würde, kann in anderen Ländern zum Tod führen. Nicht unbedingt durch den Staat, schlichtweg durch Gruppierungen mit anderen Interessen. Beispielsweise in Südamerika sterben jährlich hunderte Umweltaktivistinnen für ihren Einsatz für diese Welt und die Zukunft. In Aktionstrainings bereiten wir uns außerdem gemeinsam auf mögliche Konsequenzen vor. Es ist durchaus überschaubar, was so passieren kann. Im Nachhinein bauen wir auf Solidarität. Es gibt gemeinsame Kassen für Bußgelder und gemeinsame Unterstützung in Gerichtsverfahren. Klar ist aber auch, dass in der Bewegung sehr viele verschiedene Aufgaben vorhanden sind, die alle wichtig sind und es jetzt auch nicht so ist, dass quasi alle, um aktiv zu werden, auch zu dieser direkten Konfrontation bereit sein müssen. Es gibt sehr viel Organisations- und Zuarbeit für solche Aktionen, die von jeder Person getätigt werden kann und ohne jegliches legales Risiko. Dann will ich noch einmal auf die Frage eingehen, was einen eigentlich motiviert, sich an so einer Bewegung anzuschließen. Die Entscheidung, denke ich, muss nicht davon abhängen, wie groß die Erfolgsaussichten sind. Natürlich ist es wichtig, dass wir auch etwas Greifbares erreichen möchten. Ich habe schon gezeigt, dass es durchaus Lösungen gibt und diese zu erreichen ist das große Ziel. Aber unser Einsatz ist nicht nur wertvoll, wenn er am Ende erfolgreich ist. Das ist auch der Unterschied zwischen verschiedenen ethischen Schulen, speziell dem Utilitarismus und der sogenannten Tugendethik. Im Utilitarismus
geht es immer um das Ergebnis. In der Tugendethik dagegen sind die Grundfragen: Wer bin ich? Was für ein Mensch will ich sein? Und was heißt es in unserer Zeit, ein gutes Leben zu führen? Für mich ist es wert, sein Bestes zu versuchen, auch unabhängig davon, wie groß der Erfolg am Ende sein mag. Oder um noch einmal Kate Marvel von der NASA zu zitieren: Mut bedeutet, sich für das Richtige zu entscheiden, ohne zu wissen, ob die Geschichte gut ausgehen wird. Zum Abschluss will ich jetzt noch mal kurz darauf eingehen, was eigentlich bei Extinction Rebellion bisher so geschah, und euch da einen Einblick geben für die, die sich vielleicht noch nicht so sehr damit auseinandergesetzt haben. Das Ganze entstand in Großbritannien im Sommer 2018 und es ging hervor aus einer anderen Organisation namens Rising Up, hier, wo man das Logo im Hintergrund sieht, die sich schon seit 4 Jahren mit der Frage beschäftigt haben, wie man erfolgreich eine soziale Bewegung der Massen organisieren kann. In Rising Up waren viele erfahrene Aktivistinnen vertreten, beispielsweise aus der Occupy-Bewegung, die auch aus ihren Erfahrungen gelernt und all dieses Gelernte in die neue Bewegung eingebracht haben. Bis Oktober 2018 hat Extinction Rebellion in Großbritannien dann Aufbauarbeit geleistet. Sie haben Vorträge wie diese gegeben, kleinere Aktionen durchgeführt, sich mit den Medien in Verbindung gesetzt und vernetzt. Am 31. Oktober 2018 gab es dann die sogenannte Declaration of Rebellion in London, bei der die Aktivistinnen der Regierung ganz klar ihre Rebellion angesagt haben. Sozusagen all das, was hier in diesem Vortrag jetzt so ausgiebig erzählt wurde, in ein kurzes politisches Manifesto zusammengefasst haben und gesagt haben: Weil die Situation ist, wie sie ist, und ihr so bisher gehandelt habt, wie ihr bisher gehandelt habt, erklären wir euch eben den zivilen Ungehorsam und gehen in derartige Aktionen. Bereits bei dieser Declaration of Rebellion wurden 15 Aktivistinnen verhaftet und wie man hier in diesem Guardian-Artikel sehen kann, gab es mediale Aufmerksamkeit. Es waren da in etwa 1000 Aktivisten vertreten. Im November 2018 gab es dann große und kleine Aktionen mit einer sehr großen Medienresonanz. Beispielsweise, was ich vorhin schon erwähnt hatte, diese Blockade der Brücken in London, die wohl die aufsehenserregendste Aktion war, aber auch Blockaden von Ministerien und andere Aktionen. Momentan finden viele dezentrale Aktionen überall im Land statt und es wird ganz explizit damit auf den April dieses Jahres hingearbeitet. Denn vom 15. April an ist die International Rebellion Week, in der in Großbritannien eine Eskalation dieser sozialen Bewegung geplant ist, wo sie umso mehr Aufruhr schlagen wollen und wirklich eine Art politisches Dilemma erzwingen wollen, dass die Regierung eben entweder Leute verhaften muss, massiv, die sich sehr klar für etwas einsetzen, für das die Regierung auch vorgibt, sich einzusetzen, oder politisch handeln muss. Noch ein ganz grundsätzliches Ding zu der Organisation von Extinction Rebellion. Es ist nicht hierarchisch, es ist auch keine wirkliche Organisation. Es begreift sich eben als soziale Bewegung, die offen ist für jeden, das zu tun, was er da drin für richtig hält. Das Grundkonzept ist sogenannte Holacracy, bisschen komplexer, aber die Grundidee dabei ist eigentlich, alles auf die niedrigste Entscheidungsebene runterzubrechen. Also wir als Gruppe hier in Berlin sprechen uns nicht mit der deutschlandweiten Koordinierungsgruppe groß ab. Und wir sprechen auch uns nicht groß mit der englischen Gruppierung ab, sondern die Entscheidungen, die wir hier örtlich treffen können, die treffen wir einfach hier örtlich. Und innerhalb unserer Gruppierung machen die einzelnen Arbeitsgruppen, zum Beispiel die zur Medienarbeit, auch ihre eigenen Entscheidungen innerhalb ihrer Gruppierung, sodass Bewegung und Flexibilität, Spontanität möglich ist und nicht alles hierarchisch immer mit oben abgesprochen werden muss. Auf diese Art entstanden dann viele internationale Ableger, zum Beispiel hier in Deutschland. Und
Genau, haben sich sozusagen eigenständig organisiert. Die englische Bewegung hatte das nicht groß so geplant, hat das aber willkommen geheißen. Man meinte, ja, gerne, schließt euch uns an, macht unsere Sachen. Als Rahmenbedingung dafür hat sie zum einen die drei Forderungen aufgestellt, die ich in meinem Vortrag bereits erwähnt habe. Und die sozusagen die Zielsetzung sind, mit der man sich in einer Linie sehen sollte, wenn man sich der Extinction Rebellion anschließt und Lust hat mitzumachen. Des Weiteren hat sie als Rahmenbedingung nur 10 Prinzipien aufgestellt, die ich jetzt nicht alle vorlesen will, die aber hier jetzt einmal kurz stehen, wo auch die Idee ist, solange man sich damit identifizieren kann, kann man quasi auf jede beliebige Art Teil dieser Bewegung sein. Und solange Aktionen, die man durchführt, in Linie mit diesen Prinzipien und den Forderungen sind, dann sind sie Teil der Bewegung. Also ein jeder könnte sich quasi den Namen der Bewegung aneignen für eine Aktion, die dazu passt, und es wäre Teil der Extinction. So, das zeigt ein bisschen die Offenheit oder die Dynamik der ganzen Sache, und dass es eben nicht wie ein Verband, wie ein Verein oder wie eine Organisation funktionieren soll. Hier in Deutschland haben wir im November 2018 angefangen. Da gab es die ersten Aktivitäten, da gab es die erste Online-Verletzung und die erste Gründung von Ortsgruppen. Im Dezember 2018 gab es ein erstes deutschlandweites Treffen und mehrere Arbeitsgruppen, die entstanden, sowie immer mehr Ortsgruppen. Mittlerweile gibt es über 20 Ortsgruppen hier in Berlin, in Hamburg, in Frankfurt, in Köln, eigentlich in allen größeren Städten in Deutschland und auch in einigen sehr kleinen Städten. Diese Ortsgruppen führen momentan kleinere Aktionen durch und nehmen teil an Aktionen von anderen Organisationen. Hier in Berlin hatten wir unsere erste große Aktion, beispielsweise zusammen mit Ende Gelände, am 1. Februar als Protest gegen die Ergebnisse der Kohlekommission. Dadurch wird eben gelernt und sich vorbereitet auf die größeren Aktionen, die in der International Rebellion Week im April erfolgen sollen. Nebenbei läuft natürlich der Aufbau der Bewegung, die Vorbereitung, Trainings, und ab jetzt soll es eigentlich wöchentlich welche geben, die eben Trainings sind, die explizit auf zivilen Ungehorsam vorbereiten. Genau, und hier sieht man einfach nochmal so aus Berlin, das oben war so eine Swarming-Aktion, also so quasi kleinere Nebenblockaden, die neben der großen Blockade am 1.2. stattgefunden haben. Das untere ist so ein Die-In, das am Alexanderplatz, das ist schlichtweg eine Mobilisierungsarbeit, also wo einfach Aufmerksamkeit erregt werden soll, mit Leuten ins Gespräch gekommen werden soll, die jetzt nicht irgendwie aus Interesse zu so einem Talk wie hier kommen, sondern einfach gerne im Alexa shoppen gehen. Und genau, dabei sein ist einfach, es gibt Ortsgruppen, wenn es keine Ortsgruppe gibt, wo man ist, dann kann man eine Ortsgruppe ganz einfach aus Gründen mal ein offenes Treffen abhalten, gucken, ob es noch andere gibt in der Gegend, die das spannend finden und sich anschließen wollen. Es gibt verschiedenste Arbeitsgruppen, welche, die die Aktionen planen, welche, die die Medien- und Pressearbeit machen, welche, die eben Talks wie diese und die Trainings und die ganze Outreach-Arbeit organisieren. Es gibt eine Arbeitsgruppe zu regenerativer Kultur, was auch ganz spannend ist, wo sozusagen intern schon darauf geachtet werden soll, dass es ja sozusagen toxische Verhaltensweisen oder alles, was irgendwie schädlich ist, was uns oft ansozialisiert wurde, einigermaßen vermieden wird, sodass dann auch bei einem, falls ein Erfolg so einer Bewegung eintreten würde, diese Erfahrungen bereits mit einfließen können in das, was danach kommen würde. Dann sowas wie Finanzen oder Forschung und Recherche zu den Themen. Man muss sich natürlich nicht so explizit einbringen. Man kann auch beispielsweise einfach nur Lust haben, an Aktionen teilzunehmen. Man kann zu diesen Trainings gehen und einfach zu unseren Aktionen kommen. Man kann auch nicht zu den Trainings gehen und einfach zu unseren Aktionen kommen. Und man kann eben hier und heute noch diesen Rückmeldebogen, den wir auch dabei haben, ausfüllen und damit einen Kontakt zu uns knüpfen. Der dient dann so für ein Newsletter, wo alle weiteren Informationen dann übermittelt werden würden, falls einige von euch Interesse haben. Und damit ist mein Vortrag auch zu Ende. Ich danke vielmals und jetzt gibt es noch ein wenig, vielleicht noch mal eine kurze Pause von einer Minute, dann kann ich noch mal was trinken und dann Platz für Fragen und Diskussionen.